Was mir geschehen? Wo bin ich hier? Ihr seid erwacht, Prinzessin. Gott, wie habe ich denn immer gesprochen? Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Paper Mario. Knickwitz, Pause, Peach, oh mein Gott. Was ist hier nur passiert? Ich habe einen Kommentar erhalten. Pause! Dass diese Sequenz anscheinend noch weitergeht. Ich habe anscheinend im ersten Part wirklich einfach mal geklickt. Ja, yeah, hallo Peach, weiter so, Chef. Ja, Peach, hallo Chef, weiter so. Hol dich, Bowser, weiter so, Chef. Ja, hallo Peach. Du bist die Beste. Was geht hier vor sich? Ich habe ja überhaupt nicht verstanden, was hier überhaupt los war. Und, alles, was hier mit Luigi zu tun hat und sonst irgendwas, Graf, die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen. Wird hier im Intro erzählt, sonst nicht im Spiel. Gut, gut. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auftritt für Graf Knickwitz. Oh Gott, wie meine Stimme das. Bowser, grimmiger und gefürchteter König der Koopas. Willst du Peach zu deiner Frau nehmen bis ans Ende aller Spiele? Spiele? Ob ich Peach heiraten will? Machst du Witze? Ich sag ja! Peach, hochwohlgeborene Prinzessin reinen Herzens. Nimm dir Bowser zu ihrem angetrauten Ehemann bis ans Ende aller Spiele. Jetzt reicht es mir aber. Ihr werdet mir erklären, was hier vor sich geht. Auf der Stelle! Ist es nicht offensichtlich? Dies ist eure Hochzeit. Ich darf nicht weiterklicken. Aber warum alles in der Welt heirate ich Bowser? Das ist eine gute Frage. Hey, Knickwitz! Kein Einspruch von dieser Seite, alle Junge. Der Graf hat eine Menge Arbeit mit der Vorbereitung. Enttäuschen wir ihn nicht. Totally friendly. Entspann dich, wir werden heiraten, ein liebesvolles Paar sein und alles wird gut sein. Nein, und wer hat dieses Kleid ausgesucht? Es ist grässlich. Bringt mich sofort zurück in meinen Palast. Oh, was zum? Also, schlechtes Benehmen gegenüber dem Grafen ist nicht akzeptabel. Also, Prinzessin, versuchen wir es noch einmal. Okay. Nehmt ihr Bowser zu eurem angetrauten Ehemann bis ans Ende aller Spiele? Also, die ist ein bisschen aufdringlich. Aber jetzt verstehe ich es endlich mal. Oh, nein! Was? So, ich zieh's aber hart nicht. Aber, niemand widersetzt sich meiner Superhypnose. Also nochmal. Ich will. Sagt es, okay? Oh Gott. Oh! Ich. Was? Was passiert hier? Okay. Oh, Luigi. Wo kommst du jetzt her? Was dumm? Wo bin ich hier? Peach. Ist das nicht Peach da drüben? Wusste ich doch. Und dieser Typ, das ist doch... Bowser, Graf Knickwitz? Das dunkelste Herzen. Wie Bowser einfach nur bedrückt dasteht. Graf Knickwitz. Knickknack, so steht es im dunklen Prognostikon geschrieben. Es ist bereits entfesselt, das dunkle Herz. Ich gratuliere euch, Graf. Stopp! Hä? Wer ist das jetzt? Und wer bist du? Das fragte ich, Graf Knickwitz. Ich sage doch nicht ihrem Schurken meinen Namen. Jetzt wird Luigi euch für eure Schlechtigkeit bestrafen. Ich sag nicht jedem Bösewichtin meinen Namen. Hier komme ich. Ich muss Sie bitten, sofort damit aufzukehren, okay? Wenn Sie das jetzt stören. Oh nein, Luigi. Oh Gott. Das ist die Stelle, an der Luigi die Prinzessin rettet. Oh Gott, jetzt passiert's. Oh Gott. Nicht gut, glaube ich. Nicht gut. Seid ihr in Ordnung, Graf? Narren, sinnlose Aktion. Das bringt Ihnen nur Schmerzen ein. Nun gut, das dunkle Herz ist in sicheren Händen. Für dieses Gesindel habe ich keine Verwendung mehr. Damit könnt ihr eine neue Seite des Prognostikons aufschlagen. Oh, okay. Öffne deinen Schlund, Dunkelheit.
verschlinge alles und zerstöre alle Welten, wie es geschrieben steht. Knickknack. Also muss ich echt sagen, Graf Knickwitz macht mir am meisten Spaß, den zu sprechen. Weiß nicht warum. So, haben wir jetzt das Intro durch? Ja. Cool, hat nur... Ach du Scheiße, 5 Minuten gedauert. Uiuiui. Na gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Speicherstand 2 starten. Nein, ich will erstmal nochmal, so wie ich es jedes Mal jetzt sofort machen werde, alten Speicherstein überschreiben. Ist okay. Das ist ja jetzt schon vorbei und ist hoffentlich schon online. Muss gleich nochmal nachgucken. Okay, aber wir spielen jetzt einfach direkt weiter. Und wir wissen jetzt endlich, was es mit diesen ganzen Anspielungen auf die Hochzeit und Peach und Luigi zu tun hat. Ja, jetzt sind wir im Bilde. Und, ach ja, wir sind das Level durchgelaufen und jetzt müssen wir einfach nur noch hier rein. War hier noch irgendwas, oder? Nee. Gut, das Level hatten wir vollständig erkundet. Wir können direkt weiter. Ach. Kleiner Exkurs und schon wieder zurück. Ist doch super. So, was ist das? Eine Blumenbremse. Sie verringert für eine Weile deine Geschwindigkeit. Zudem verdreifachen sich während der Verwendung die Punkte und Münze, die du durch das Besiegen von Gegnern ergatterst. Hui! Hui! Oh Gott! So schnell! Oh Gott! Nein! nicht so cool. Hui! Hui! Oh Gott, so ewig langsam. Komm schon, Mario! Please! Danke! Was bist du jetzt? Die Münze. Okay. Ich will nur gucken, was ich hier hinten verpasst habe. Anscheinend nichts. Nein! Oh Gott. Schnell, raus. Du bist Pappe. Du darfst nicht zu lange im Wasser bleiben. Mario. Mario. Wie kam ich jetzt da drauf? Die kleine Biene Mario. Ja, ja. Joe, falls du das siehst, viele Grüße an dich. Okay, wir haben hier anscheinend überhaupt gar nichts verpasst. Die Frage ist, was haben wir jetzt in der Third Person verpasst? Also in der, nicht dritten Person, sondern in der dritten Dimension, meine ich, Entschuldigung. Anscheinend überhaupt gar nichts. Oder ist es schon ganz weit her gewesen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, das warst du ja. Moment. Auf die andere Seite. Aha, von hinten angeschlichen. Nein. Komm schon. Ja. Down. So geht das. Ja. Ups. Hat geklappt. Wir haben jetzt 3 Türen. Entschuldigung, 4 Türen. Zum Probieren. Und so wie das hier angeordnet ist, müsste hier eigentlich eine versteckte Tür sein. Hallo, ich würde gerne... Da ist echt nichts? Nun gut. Dann gehen wir jetzt erstmal von links nach rechts rein, würde ich mal sagen. Ein Pixie-Gumba. Oh nein. Kann ich die überhaupt schon besiegen? Ich weiß es gar nicht. Greif mal zu. Nein! Okay, ich kann sie nicht verwenden. Ich kann dich wirklich nicht greifen? Wie mach ich das dann? Hä? Falsche Richtung. Nein, geht nicht. Okay, ich kann keine Stampfattacke machen. Zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden, wie. Von daher denke ich mal, wir sind hier falsch. Nee, ich kann auch keine Stampfattacke. Schade. Stimmt, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Was bist du denn? Was bist du? Hallo? Diese bizarre Kreatur ist ein Schlurp. Schlurp? Gewappnet mit einer harten Haut und gesegnet mit einem enormen Appetit. Maximale KP unbekannt und Angriffe 2. Kein Angriff zeigt Wirkung. Im Inneren ist ein Schlurp dagegen sehr verletzlich. Vielleicht sollst du dem Schlurp das passende Futter geben. Was denn zum Beispiel? Schon wieder sowas. Okay, man kann dich doch bestimmt hier drauf werfen. So, dich nehmen wir jetzt mit. Und jetzt machen wir was mit dir? Wir können den Raum nicht einfach so verlassen. Die Frage ist, wie kriegen wir das Teil hier kaputt? Sind wir dadurch schwerer? Keine Ahnung. Immer noch leider keine Ahnung, wie ich hier durchkomme. Kriegen wir eine neue Fähigkeit oder... Keine Ahnung. Mal gucken, was das hier sagt. Bin gespannt. Ah. Noch ein Schluck. Und jetzt können wir nach oben.
Wir können auch nicht wirklich höher springen dadurch. Okay, hier ist auf jeden Fall dann wieder mal nichts. Das ist toll. Das sind Münzen. Sammle sie, um Items zu kaufen. Ja, schön. Bringt mir nur nichts. Okay, drei Türen waren schon mal Nieten. Das... Okay. Und jetzt? Also wenn jetzt nicht die Lösung kommt, dann... Bitte was? Wir können die natürlich aus der Distanz angreifen. Das ist falsch, weil wir nicht auf die springen können oder sie anfassen können. Ja, da war ja was. Ich bin gerade ein bisschen doof. Habe ich irgendwas verpasst? Anscheinend. Also kann ich den... Nee, ich kann nicht greifen. Okay, ach stimmt, hier die Röhre. Die habe ich total übersehen. Mann. Will das Spiel mich verarschen? Hier ist nichts. Dieser Raum hier, irgendetwas ist hier. Oh. Komm schon, zeig dich. Ja. Ein Schalter, auch wenn du ihn nicht siehst, sollst du ihn aktivieren können. Okay, wo war der jetzt? Ah, in der Mitte. Okay. Noch eine Röhre. Perfekt. Jetzt können wir weiter. Hat gar nicht mal so lange gedauert. Was bist du? Du bist creepy. Oh, da ist ein Riss, so ganz nebenbei. Diese letzte Kreatur nennt man Amöbi. Es klont sich immer und immer wieder. Maximale KP und Angriff 1. Die Klone verschwinden, wenn das ursprüngliche Amöbi besiegt wird. Man kann es äußerlich durch seine Bewegung von den Klonen unterscheiden. Sieh also genau hin. Oder besiege alle zusammen durch den Einsatz eines Items. Ich frage mich, welches das Richtige ist. Wenn die mal runterkommen würden, das wäre sehr angenehm. Diese Wand hat einen Riss. Eine Explosion könnte vielleicht ein Loch reinreißen. Wenn ich jetzt nur irgendwie da hochkommen könnte. Das ist ja schön, dass die alle da oben rumdümpeln. Aber wie zum Teufel soll ich da drauf springen? Ernsthaft? Yay, einer tot. Ach, das war der Richtige. WTF? Okay. Krieg ich jetzt Bomben? Das wär's ja. Komm schon, Bomben, 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 Bomben. Nichts. Sprung! Ich glaube, ich lieg richtig. Ja. Pfui, ich könnte in die Luft gehen, vor Glück. Sprung! Solche Schwingungen habe ich seit 1500 Jahren nicht mehr gespürt. Sprung! Der Sache gehe ich auf den Grund. Sprung! Beantworte mir nur schnell ein paar Fregelchen. Sprung! Okay, Sprung! Auf geht's, Rums! Du fragst dich ständig, ob das Licht im Kühlschrank wirklich aus ist? Ständig? Hey! Aus irgendeinem Grund räumst du vor einem Test ein Zimmer auf! Ja. Wenn jemand sagt, lass uns nur Freunde sein, dann denkst du, na klar! Ja, aber wie? Ich kann irgendwie nur bestätigen, oder? Du hast nicht den Hauch einer Ahnung, warum ich diese Unsinn frage. Touché. Online-Shopping ist für dich eine wundervolle und zauberhafte Erfahrung. Was ist das? Ach komm schon. Schon immer. Du hast mal einen Pulli falsch rum angezogen, aber es war dir egal. Ja, das weiß ich noch. Bist du wach? Willst du schlafen? Bist du müde? Willst du wach sein? Ey, ich wollte eigentlich immer sagen, aber okay. Korrekt, Mann!
Diese Fragen gehen dir langsam auf die Nerven. Das hast du gesagt. Joa. Das hast du gesagt. Hey. Ich hab's. Sprum! Wahnsinnsschwingung. Sprum! Ich hab mich entschieden, Sprum! Du bist meine Kräfte würdig! Alter Schwede. Ich hoffe, da übersteuere ich nicht zu sehr. Das explosive Pixel namens Kavumso begleitet dich jetzt auf deinen Abenteuern. Okay, wovor wird's Kavumso? Ich hoffe, das kann ich mir merken. Springe mit ihm Gegner und Blöcke in die Luft. Möchtest du ein anderes Pixel einsetzen, wähle das einfach im Pixelmenü. Ah. Jetzt brennt dir die Luft, Skavum! Rock'n'Roll Sprung! Okay. Alles klar, jetzt können wir auch bei dem Pixel hier zwischendurch auswählen. Wurfwitz ist fürs Tragen da, Kavumso für Bomben. Okay, ich habe schon eine Idee, wo wir den einsetzen können. Wenn hier Hilfe! Nein, lass mich! Oh Gott, das war knapp. Okay, nochmal. Weg hier! Das hat nichts mehr gebracht, oder das war's schon? Ist das vielleicht... Aha! Ich wusste, da ist was. Und eine Karte erhalten. Onkel, pass auf! Ha! Jetzt! Ja, ich kann ihn euch zeigen! Das ist doch der Onkel, den ihr nicht gesehen habt. Mensch! Dass es den nochmal gibt... ich hoffe, jetzt bin ich... Ich bin schon? Nee, ich bin noch nicht vorbei gewesen. Okay, der ist höchstwahrscheinlich auch ganz am Ende. Wer sich daran erinnert, den habt ihr ja nicht gesehen, weil ich zu dieser Folge nicht auf die Aufnahmetaste gedrückt hatte und dann gespeichert hatte. Aber das ist Onkel Pass auf. Und der sagt halt wirklich immer nur Pass auf. Das ist sein Markenzeichen irgendwie. Ich weiß nicht warum. Onkel Pass auf ist Bürgermeister von Steinaltstadt. Er hält die Leute von den Ruinen fern. So, wie man das eben so macht. Vor Gericht verklagen, etc. Pass auf! Ja, der Bürgermeister. Cooler Typ. Jörg. Na gut. Dann müssen wir halt erst so uns transformieren. Ich hoffe, ich bin... Ja, gut. Hat soweit geklappt. Sehr schön, wir haben eine neue Fähigkeit und... Wir können noch ein bisschen was erkunden. Und das Erste, was ich jetzt erkunden will, ist... wir die ganzen Türen. Ja. Da haben sie jetzt nämlich eine Menge Möglichkeiten aufgetan. Und ich glaube, ich weiß sowieso schon, wo es weitergeht. Das wird dann höchstwahrscheinlich hier genau an dieser Stelle sein. Ich weiß nicht, warum. Nur so eine Idee. Okay, wie bin ich hier nochmal hochgekommen? Genau so. Okay. Dann einmal bitte hier rein. Diesmal von rechts nach links. So, Kavumso! Bitte explodier da. Sehr gut! Die Frage ist, wie bekomme ich dich da oben kaputt? Okay. So. Oder kann ich Pixel kombinieren? Dass ich dann jetzt hier einfach sage, okay, ich nehme jetzt erstmal... Ach so, ich kann ihn auch zeitgesteuert zünden. Ach Mann. Ich bin so doof. Okay, das klappt. Okay, das ist das Menü. Wir probieren es einfach mal. Jetzt auf Wuchowitz wechseln. Ja! Cool! Ich glaube, das war nicht gewollt. Was war das? Draußen muss etwas passiert sein. Was mag da wohl passiert sein? Wir werden es erfahren. Aber erst im nächsten Part. Tja, passt ja perfekt. Also dann. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und ich hoffe, ihr wisst jetzt auch endlich... Oder ihr seid jetzt genauso glücklich darüber, dass ihr auch wisst, was jetzt passiert ist, so wie ich. Außer, wenn ihr es natürlich schon wusstet, was auf der Hochzeit passiert ist mit Luigi und allen, wäre natürlich irgendwie... Na gut, es ist eigentlich immer so, dass ihr mehr wisst als ich. Vor allem, wenn ich ein Projekt blind spiele. Ihr wisst immer mehr. Auf jeden Fall, wir sehen uns am Morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Super Paper Mario. Bis dahin und ciao, ciao.